Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Viele von euch haben schon bereits seit längerem wieder Schule, manche erst seit vor kurzem und manche haben sogar noch Ferien. Und deswegen basteln wir heute für euer Playmobil richtig cooles Schulzubehör. Viel Spaß! Zuerst zeige ich euch mal einen kurzen Überblick über die Sachen, die wir heute gemeinsam basteln werden. Wir werden basteln Stifte und Lineale, Federmäppchen, und mit der gleichen Bastelanleitung könnt ihr genauso auch Brotdosen machen, die ihr wirklich öffnen und wieder verschließen könnt. Schulhefte für verschiedene Fächer. Hausaufgabenhefte. Hausaufgabenmappen, die ihr auch ganz normal öffnen und wieder schließen könnt. Rechenschieber, mit denen man auch wirklich rechnen kann. Schulrucksäcke, in denen ihr dann auch Sachen verstauen könnt. Und Schultüten zum selber befüllen. Also, fangen wir an mit dem Basteln. Zuallererst nehmt ihr euch einfach einen ganz normalen Schaschlikspieß und den schneidet ihr euch zu 1,5 cm zu, so dass die ganz vordere Spitze aber ein bisschen weggeschnitten ist, so dass es so ein bisschen abgerundeter wird. So schaut es jetzt halt aus und davon habe ich mir jetzt halt dann mehrere gemacht und die dann angemalt, also zuerst so eine kleine Spitze, dann ein bisschen freigelassen und dann den Rest komplett angemalt. Wenn ihr euch dann von diesen Teilen noch mehrere macht, habt ihr dann ganz viele verschiedene bunte Stifte. So, als nächstes habe ich mir verschiedene Bögen von Moosgummi genommen. Jetzt machen wir nämlich die Lineale. Dazu habe ich mir jetzt solche kleinen Teile zurechtgeschnitten, die 1,5 cm mal 0,3 cm groß sind. Und jetzt habe ich mir auf die ausgeschnittenen Teile solche kleinen Striche mit einem Fineliner gezeichnet. Die Größen hatte ich dann immer so abgewechselt, also immer einen kleinen, dann wieder einen großen und so weiter. Das sollen dann die halben Zentimeter und die ganzen Zentimeter dann eben darstellen. Und so schauen jetzt meine fertigen Lineale aus. Als nächstes machen wir die Hausaufgabenhefte. Dafür benötigt ihr vier solche kleinen weißen Zettel, die 0,8 x 2 cm groß sind. Und ein größeres Stück, welches 1,3 x 2,5 cm groß ist. Dafür könnt ihr dann auch farbiges Papier nehmen. Jetzt legt ihr euch alle weißen Zettel auf einen Haufen und den versucht ihr jetzt in die Mitte von dem etwas größeren Stück zu legen. Jetzt nehmt ihr euch einen Tacker und dreht dann diesen ganzen Stapel mit diesen weißen Zetteln dann einmal um und versucht ihn hier dann auch direkt in die Mitte zu legen. Dreht vielleicht dann auch mal den Tacker so ein bisschen und ja, dadurch sollte dann die Klammer am Ende genau in der Mitte landen. Nicht wundern, falls diese kleinen weißen Zettel jetzt halt ein bisschen zu locker oder durcheinander sind, das ist ganz normal. Und dann knickt ihr das Ganze noch in der Mitte. Jetzt nehme ich mir solche kleinen Nagelsticker, die eignen sich für solche Projekte sehr gut. Und damit beklebe ich jetzt mein kleines Heft. So schaut jetzt das Endergebnis aus. Ich bin sehr zufrieden damit. Es schaut relativ neutral aus, aber auch wieder kinderfreundlich. Und so schauen jetzt meine anderen Hausaufgabenhefte aus. Jetzt machen wir die Schulhefte. Dafür habe ich die weißen Zettel einmal 2 cm mal 1,3 cm zugeschnitten. Und der farbige Zettel ist einmal 2,5 cm mal 1,5 cm groß. Jetzt heißt es wieder so wie vorhin, die weißen Zettel auf einen Stapel legen und das Ganze kommt dann in die Mitte vom großen Zettel. Und genauso wie vorhin nehmen wir uns jetzt auch einen Tacker und legen das Ganze wieder in die Mitte. Und wenn das Ganze dann passt, könnt ihr dann runterdrücken. Und so schaut das jetzt halt aus. Jetzt knickt ihr das Ganze einmal in der Mitte und wenn ihr seht, dass zum Beispiel ein Stück übersteht, könnt ihr es einfach abschneiden. So schaut jetzt mein Schulheft von innen aus. Man kann jetzt die einzelnen Seiten beschreiben.
Und jetzt habe ich noch das Cover ein bisschen verschönert. So schaut jetzt zum Beispiel mein Matheheft aus. Und so noch weitere Hefte von anderen Fächern wie HSU und Deutsch. Gibt es oder gab es bei euch eigentlich in der Grundschule auch das Fach HSU? Oder hieß es bei euch anders? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Das war bei uns etwas wie Biologie, also wo es viel um die Natur und Tieren ging. Also schreibt uns gerne mal einen Kommentar, wie es bei euch ist oder war. So, machen wir weiter mit dem nächsten DIY. Dafür zeichnet ihr euch jetzt eine Vorlage, die 1,7 cm x 2 cm groß ist. Dann zeichnet ihr auf die rechte Seite ein Stück, welches 1,5 cm groß ist. Und dann auf jede Seite von diesen mittleren Kästchen nochmal ein Stück, welches 0,5 cm zur Seite geht. Jetzt macht ihr euch solche kleinen Markierungen bei 0,2 cm von diesen Seitenteilen zur Mitte und verbindet die dann mit den Ecken. Das ist jetzt unsere Vorlage und den Umriss zeichne ich jetzt einfach auf ein Stück rosane Pappe. Diese Vorlage könnt ihr jetzt noch öfters weiterverwenden für noch mehr Hausaufgabenmappen. Jetzt faltet ihr einmal die Seitenteile zusammen, so wie ich es euch gerade eben zeige. Wenn ihr die Hausaufgabenmappe ganz normal schließen wollt, faltet ihr zuerst die obere und untere Seite in die Mitte, dann die rechte seitliche und dann die große Seite darauf. Mit solchen Prinzessinnen-Stickern verschönere ich jetzt noch die Außenseite. Jetzt nehmt ihr euch ein Stück von einem Faden. Jetzt legt ihr den Faden fest an die Hausaufgabenmappe dran und befestigt den dann hinten mit Tesafilm. Achtet wirklich darauf, dass es nicht ganz zu locker ist, damit ihr eben noch den Faden dann so zur Seite klappen könnt, damit ihr die Hausaufgabenmappe dann noch am Ende öffnen könnt. Aber es darf auch wieder nicht zu eng sein, sodass ihr es auch am Ende wieder schließen könnt. Kommen wir als nächstes zum Federmäppchen. Dafür nehmt ihr als erstes ein Stück farbige Pappe. Darauf zeichnet ihr zuerst 1,8 cm zur Seite und dann 1,5 cm nach unten. Danach 1,8 cm wieder zur Seite und das gleiche dann auch nochmal zur anderen Seite. Jetzt zeichnet ihr jeweils 0,5 cm nach oben und einmal nach unten. Jetzt habe ich mir ein Cuttermesser genommen und jeweils bei 0,5 cm eine Markierung gemacht. Fragt da bitte eure Eltern oder jemand Älteren, der euch dabei helfen kann. Diese Linien sollen nämlich am Ende dann beim Falten besser helfen. Jetzt dreht ihr das ganze Teil einmal um und faltet jetzt alle Seitenteile nach oben. Beziehungsweise diese größeren Teile könnt ihr jetzt dank dieser Faltung durch das Cuttermesser noch einmal knicken, sodass das Ganze jetzt halt so ungefähr ausschauen sollte. Mit einer Schere schneide ich an einer der beiden Seiten zweimal rein, sodass es jetzt halt so ausschauen sollte. Und mit einem Block als Unterlage schneide ich mir jetzt mit dem Cuttermesser so ein kleines Stück auf der anderen Seite aus. Fragt da bitte wirklich eure Eltern, ob sie euch dabei helfen können. Durch diesen kleinen eingeschnittenen und den Loch auf der anderen Seite habt ihr jetzt hier so einen Schließeffekt. Und danach klebt ihr hier noch diese beiden Seiten jetzt zusammen. Mit verschiedenen Nagelstickern habe ich mir jetzt mein Federmäppchen noch ein bisschen dekoriert. So schaut jetzt das komplett fertige Federmäppchen aus. Das können wir jetzt öffnen. Und
Und hier drinnen können wir jetzt die Stifte von vorhin dann auch verstauen. Am Anfang des Videos hatte ich euch bereits erzählt, dass man mit der gleichen Bastelanleitung auch noch Brotdosen machen kann. Das heißt, eure Federmäppchen könnt ihr jetzt auch noch mit Frühstück befüllen. Und dafür habe ich jetzt diese zweite Seite auch noch zugeklebt. Ich habe mir jetzt noch zwei mädchenhaftere Varianten zusammengebastelt. Und ihr könnt diese Federmäppchen auch als Brotdose verwenden, wenn ihr nur eine dieser Seiten zugeklebt habt. Also das geht genauso. Aus solchen Holzrührstäbchen vom Action habe ich mir jetzt zwei Stücke zurechtgeschnitten, die jeweils 2,5 cm groß sind. Zusätzlich habe ich mir aus solch einem dünnen Basteldraht drei kleinere Drähte zurechtgeschnitten, die jeweils 2 cm groß sind. Und jetzt lege ich mir gerade noch jeweils 5 kleine Perlen zurecht von insgesamt 3 verschiedenen Farben. Und zum Schluss braucht ihr noch Bastelkleber. Zuallererst gebe ich ein bisschen Kleber auf einen der Stäbchen. Jetzt nehme ich mir jeweils eine der 5 Perlen von jeder Farbe und klebe die so auf das Stäbchen drauf. Jetzt nehme ich mir die 3 Drähte und stecke die so in die Perlen rein. Zuallererst müsst ihr aber noch ein bisschen die Drähte halten, sodass sie nicht gleich umkippen. Und wenn das Ganze dann ein bisschen mehr getrocknet ist, könnt ihr dann die anderen Perlen auf den Draht fädeln. Jetzt habe ich gerade noch gemerkt, dass die Drähte nicht ganz alle gleich lang sind, deswegen habe ich mir sie nochmal zurechtgeschnitten. So, wenn ihr jetzt soweit seid, könnt ihr auf das andere Holzstückchen auch Kleber machen und das Ganze könnt ihr jetzt so draufkleben. Das habe ich jetzt dann noch eine ganze Weile gehalten, damit es beim Trocknen nicht umkippt. Wenn es dann nach einer Zeit ein bisschen angetrocknet ist, könnt ihr dann versuchen, es hinzulegen, dass es dann in einer anderen Stellung dann weiter trocknet. Und jetzt habe ich versucht, den Rechenschieber hinzustellen und achtet darauf, dass die Perlen auf der anderen Seite dann nicht dran kleben bleiben. Und jetzt ist mein Rechenschieber fertig und mit denen kann man jetzt ganz normal rechnen und auch abzählen. Und so schaut jetzt noch eine zweite Variante von mir aus. Für das nächste DIY benötigt ihr als allererstes Moosgummi, einen Bleistift und ein Lineal. Und daraus schneidet ihr euch solche 4 Teile. Das erste ist 2 cm mal 2,3 cm groß. Die nächsten beiden Teile sind 2,2 mal 1,3 cm groß. Und das letzte dann 1,2 mal 2,2 cm. Beim letzten und größten Teil zeige ich euch ganz kurz, wie ihr das macht. Als erstes zeichnet ihr 2,3 cm zur Seite und dann 4,9 cm nach oben. Dann markiert ihr euch jeweils 1 mm zur Mitte und geht dann 2 cm nach unten. Und das Teil schneidet ihr dann aus. Wenn ihr jetzt diese 5 Teile habt, nehmt ihr euch einmal diese 2 Seitenteile und dann noch dieses schmale Teil. Das legt ihr jetzt in die Mitte und klebt dann die anderen Teile hier an die Seite. Als nächstes nehmt ihr euch das etwas quadratischere Stück und klebt es so hier zwischen die Seitenteile rein. Und dann dreht ihr das Ganze einmal und klebt dann das größere Teil da rein. Jetzt sollte das Ganze dann so ausschauen. Und das abstehende Teil könnt ihr jetzt so hineinschieben. Dadurch schließt ihr sozusagen die Schultasche. So, jetzt legen wir das Ganze einmal zur Seite und nehmen uns ein Stück Tonpapier. So, jetzt zeichnen wir zuerst 2,4 cm zur Seite und dann markieren wir jeweils 0,5 cm zur Mitte. Dann gehen wir 1,15 cm nach oben, verbinden das Ganze einmal und dann gehen wir in die Mitte nochmal 0,5 cm nach oben und dann noch einmal 2,4 cm.
Jetzt schneiden wir alles erst einmal aus und falten es dann einmal so, wie ich es euch gerade eben zeige. Die Seitenteile kleben wir jetzt dann an das große Teil und die Spitze vom oberen Teil knicken wir so leicht, sodass es jetzt so ausschaut und das können wir jetzt so nach innen falten wie eine Tasche. Das kleben wir jetzt einmal an das große Teil aus Moosgummi. Zur Verschönerung nehme ich mir jetzt noch einen solcher runden Sticker und klebe ihn hier auf die kleinere Tasche drauf. Jetzt fehlen uns noch die Schultergurte, dafür nehme ich mir wieder ein Stück Karton, schneide mir dann zwei Teile, die jeweils 4,5 x 0,2 cm groß sind, aus. So schauen die jetzt aus und die biege ich mir jetzt so ein bisschen zurecht, sodass sie wie ein C am Ende ausschauen. Also so ungefähr und versucht wirklich schöne runde Biegungen hinzubekommen. Und die kleben wir jetzt so an den Rucksackrücken. Und das ist jetzt der fertige Schulrucksack. Den könnt ihr jetzt öffnen und mit Schulsachen befüllen. Und wie ihr seht, wir haben wirklich sehr viel Stauraum hier in der großen Tasche. Das sind jetzt meine zwei Modelle der Schulrucksäcke. So, kommen wir zum heutigen letzten DIY der Zuckertüte. Dafür nehme ich mir meinen Zirkel und stelle ihn mir auf 3,5 cm ein. Und damit zeichne ich mir auf ein Stück blaues Papier einen Kreis. Nachdem ich den mir ausgeschnitten habe, schneide ich daraus ein Drittel weg. Und dieses Drittel klebe ich mir jetzt dann so zusammen. Diesen Überrest, der da oben wegsteht, den schneide ich mir einfach weg. Aus dem Internet hatte ich mir so einen kleinen Dinosaurier ausgedruckt. Den habe ich ausgeschnitten und klebe den mir jetzt auf die Zuckertüte drauf. So schaut sie jetzt bisher aus. Und jetzt nehme ich mir ein Stück Krepppapier und schneide es mir ein bisschen kürzer. Und fülle es jetzt so in die Zuckertüte rein. Jetzt habe ich es auch noch ein bisschen von der Höhe gekürzt und habe es jetzt von der Innenseite hin festgeklebt. Hinten habe ich mir ein Stück offen gelassen, damit ich es auch noch später mit Süßigkeiten und Schulsachen füllen kann. Und jetzt nehme ich mir einmal einen Faden, mit dem ich das Krepppapier einmal zusammenbinde. Das übrig gebliebene Papierstück von vorhin könnt ihr einmal halbieren. Und dann habt ihr auch nochmal zwei Papiere für noch einmal zwei weitere Schultüten. Ich habe mich jetzt nochmal ein bisschen ausgetobt und mal etwas andere Schultüten gemacht. Zum Beispiel hier mit so einer großen Schleife drauf. Oder hier habe ich so Engelsgarn oder Engelshaar nennt man das, drumherum gewickelt. Und hier habe ich noch so ein schönes Stoffband drumherum geklebt. Das sind die Materialien, die ich für die drei Schultüten verwendet habe. Und oben habe ich anstatt Krepppapier solch einen Stoff von einem Vorhang verwendet. Wie gefallen euch die gebastelten Schulsachen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und schreibt uns auch gerne mal, seit wann oder beziehungsweise ab wann ihr wieder Schule habt. Das würde uns sehr interessieren. Wenn ihr von uns etwas nachbasteln solltet, was uns natürlich sehr freut, wäre es richtig cool, wenn ihr uns davon ein Bild auf Instagram schickt. Oder ein Bild davon postet und uns dann dort verlinkt oder markiert. Auf Instagram heißen wir familie-hund-yt, also das yt steht für YouTube. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde es uns natürlich riesig freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet und diesen Kanal kostenlos abonniert. Ich würde mich jetzt bei euch verabschieden und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.